Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Valentin-Special kommt heute. Wir haben den 14.02.2023. Es ist ein Dienstag. Es war ein schöner Tag. Die Sonne kam raus. Es war wundervoll. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für alle Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt, in jeglicher Form. Es ist wirklich der Hammer. Auch die Kommentare. Also ich antworte auf alle. Das verspreche ich euch, nur manchmal brauche ich ein bisschen Zeit dafür. Ich habe wirklich bei so manchem Kommentar geschluckt, dass ihr mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Dafür danke ich euch von ganzem, ganzem Herzen. Ja, was soll ich natürlich am Valentinstag legen? Leute, es gibt ein Herz. Ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt oder mindestens eine Karte. Das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel genau richtig liegt, wie er liegen soll. Ich höre dann auch sofort auf zu mischen. Wenn euch das Mischen zu lange dauert, ihr Lieben, dann würde ich euch bitten, das einfach vorzuspulen. Zu spulen, nicht zu spielen. Ich lege die Karten von Wisdom aus dem Essay Verlag. Das ist das Romance Lenormand Kartendeck. Und rausgefallen sind die Lilien. Die Lilien, die für die Harmonie stehen. Schön. Ja, ich gebe alles. Ich versuche ein Herz. Ich habe den Herrn, den Turm, die Mäuse, den Fuchs, die Blumen, die Störche, der Berg, der Schlüssel, die Schlange, die Öffentlichkeit, das Buch, das Zuhause. Der Sarg ist keine schlechte Karte, ihr Lieben. Der Brief und zum Schluss die Sonne. Schön ist das. Das ist wirklich wunderschön. Also, unten drunter liegt das Kind mit dem Neuanfang. Der Valentinstag steht für die Liebe. Das ist ein Liebesorakel. Ich möchte das jetzt auch gar nicht anders benennen. Ich möchte auch gar nicht sagen, das kann auch für die nicht romantische Liebe stehen. Natürlich steht es für jegliche Verbindung. Die Valentinskarten in Amerika ist es ja doch mehr Brauch als hier. Da bekommt jeder, der einem ans Herz gewachsen ist, eine Karte. Seht ihr das? Das Mädchen ist gar nicht zu sehen. Das ist das Licht, ihr Lieben. Und ich sitze da hinlege, das heißt, es ist noch nicht deutlich. Es ist, ihr wisst es, dass es kommt. Man kann es auch erahnen, weil genau wie die Karte kann man es ja auch erahnen. Vielleicht hat man es auch vorher schon mal gesehen. Aber jetzt ist es so, dass es eben nicht ganz deutlich zu sehen ist. Ja, wir haben mit Beginn die Lilien. Die Lilien stehen für die Harmonie, für die Liebe, das ist die Familienkarte, die Karte der Sexualität. Ich finde aber auch, ich weiß nicht, ob es sonst so ist, ich persönlich finde, dass die Lilien auch immer für die Schönheit stehen. Und zwar für die Schönheit, die wahre Schönheit, die Schönheit, die von innen kommt. Wir haben hier, das ist die linke Seite, das ist die Seite der weiblichen, das ist die weibliche Seite, Entschuldigung, das ist die weibliche Seite, die weibliche Energie steht für die linke Seite, sie steht für die Passivität, sie steht für für das Mondlicht, die rechte Seite ist die männliche Seite, es ist die Aktivität und es steht für die Sonne. Wir haben hier, da sind die Lilien und die Sonne stehen sich übereinander. Die ist in beiden Teilen, die Lilien, genauso wie die Sonne, ist auch in beiden Teilen vertreten. Das heißt, hier kommt in die Harmonie die Sonnenenergie. In die Harmonie kommt die Sonne steht für den Erfolg, für den Sieg, für die Wärme.
Ich spüre immer, wie mich jemand umarmt, wenn ich die Sonnenkarte lege. Hier kommt wirklich die Sonne mit all ihrer Schönheit rein. Und jetzt habe ich das Wort Schönheit zweimal gesagt, einmal hier und einmal hier. Und ich möchte ganz deutlich sagen, dass es nicht um die äußerliche Schönheit geht. Es geht auch nicht ums Bewerten. Das ist eine hübsche, der ist nicht hübsch, der hat eine Brille auf der Nase, die steht ihm nicht, der hat eine Jeans, eine komische Hose an. Es geht überhaupt nicht ums Bewerten. Es geht um das Innere, um die innere Schönheit, die jetzt nach außen zu tragen kommt, die man jetzt sieht und erkennt. Ich möchte aber mal jetzt in die Gegenseitigkeit gehen. Und zwar haben wir hier haben wir den Herrn, aber auf der Seite der weiblichen Energie. Das heißt, und ich spüre es ganz deutlich, dass hier jemand aus seinem Rückzug herauskommt und sich vielleicht auch in die Energie des Gegenübers mal versetzt. Es geht hier nicht um den Herrn oder um die Dame. Das ist ein allgemeines Reading, ihr Lieben. Da geht es nicht um das Geschlecht. Hier geht es um dein Gegenüber. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Und der Herr in der Legung ist immer der Gegenüber, das Gegenüber. Der Partner in dem Moment. Es kann natürlich auch sich um zwei Frauen, zwei Männer handeln. Also das ist auch möglich und insofern wäre das dann eine Frau. Das wollte ich damit sagen. Hier geht es auf jeden Fall, das ist mein Gegenüber in jetzt diesem Reading. Und hier geht es darum, dass die männliche Energie in die weibliche Energie eintaucht. Vielleicht ist es so, dass der sich gedacht hat oder dass er sich getraut hat, muss man ja wirklich sagen, sich vielleicht mal mit dem Gegenüber, mit der Energie der Dame auseinandersetzt. Was hätte ich an ihrer Stelle gemacht? Das ist so eine Frage, die mir reinkommt. Hätte ich an ihrer Stelle genauso gehandelt? Das ist das, was er sich jetzt traut, aus seinem Rückzug heraus. Und das, was er hier sieht, und er sieht etwas, was er noch nie gesehen hat, weil er sich noch nie in diese Lage versetzt hat. Das macht ihm Angst. Die Mäuse stehen für die Angst. Die Mäuse stehen aber auch dass es an etwas, dass sie an etwas knabbern, dass es hier ein Thema gibt, das an einem knabbert, das einen nicht mehr in Ruhe lässt. Und ich fühle ganz deutlich, dass der Fuchs am liebsten diese Maus fressen würde. Also er fühlt sich in seinem Rückzug eigentlich sehr geschützt und sehr behütet. Und er ist auch der Fuchs, der so manches Tier auch reißen kann. Und dennoch macht ihn diese Seite hier, macht ihm Angst. Er weiß aber ganz genau, dass er dadurch, dass er das machen kann, dadurch, dass er diese Gefühle fühlen kann, dass er sie spüren kann, dass das ein Geschenk für ihn ist, dass das nicht jeder kann und dass das auch ihn in die positive Veränderung bringt, weil er sich jetzt in die andere Person versetzen kann. Das ist sein Ding. Und diese Blockade spürt er auch. Er spürt, wie die andere, wie die Dame, ich sage es jetzt einfach mal, ich spreche aus der Sicht der Dame, wie die Dame blockiert ist, das spürt er jetzt. Und mir kommt es so vor, als wenn das ein Schlüsselmoment für ihn ist, dass das sowas ist wie, ach, ehrlich, so hat die sich gefühlt. Und dass ihm jetzt das Toxische, was von der Dame ausging, dass sie gesagt hat, ich will dich nicht mehr sehen. Nur als Beispiel, ihr Lieben, es kann alles Mögliche sein, dass ihm das jetzt klar wird. Und dann öffnet er ein neues Buch, ein neues Kapitel, in dem er bei sich zu Hause in seinem Inneren ganz klar sagt, ich begrabe das Alte. Und ich gehe hin und schicke ihr eine Nachricht, die alles deutlich macht.
Ich hoffe sehr, dass ihr verstehen konntet, was ich versucht habe zu sagen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil ich muss ja auch immer ausselektieren, was mir so reinkommt und wenn so vieles reinkommt wie heute. Aber als es jetzt so dem Ende zuging, hat das hier auch einen Sinn gemacht, dass der Neuanfang noch nicht zu sehen ist. Dieser Schlüsselmoment ist wichtig. Er ist wichtig für diese Veränderung, für das Weitere, damit ihm das klar wird. Und es liegt an ihm. Es liegt in dieser Beziehung, in dieser Beziehung liegt es an einer Person, wie es weitergeht, weil die andere das noch gar nicht so erkennen kann, noch gar nicht so sehen kann. Danach kommt es auf die Reaktion an von der Dame. Ja, das ist ein interessantes Orakel, wie ich finde. Ich finde aber wundervoll, dass es mit der Harmonie, mit der Familie beginnt und auch mit der Sonne endet. Das heißt, ich habe hier auch eine Energie und ihr wisst, ich fühle das, was ich sage. Und es ist eine Harmonie, die ich hier fühle, die erst ein bisschen aufwühlend ist, also die hier im oberen Bereich mir schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, aufwühlen in der Magengegend ist. Aber je mehr es nach unten geht, umso ruhiger werde ich. Und umso schlüssiger wird es auch. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen. Nein, ich freue mich über euer Abo und über euer Like. Und wenn ihr das abonniert, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann klickt doch auch auf das Glöckchen, damit ihr nicht verpasst, wenn ich was Neues hochlade. Ich danke euch von Herzen, ihr Lieben. Macht's gut. Bis denn. Ciao.